Klasse. Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Alles klar und herzlich willkommen zu Planet Zoo, die dritte Folge im Karrieremodus. Ich habe in den letzten Folgen, die habe ich zusammen übrigens aufgenommen, gemerkt, dass der Ingame-Sound etwas leise ist und man auch die Sprecher nicht richtig verstanden hat. Das habe ich jetzt geändert und hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass die ersten beiden Folgen etwas leise sind. So, dann wollen wir mal los. Das hier ist auch eine coole Hütte, die habe ich beim letzten Mal noch gesehen, nachdem ich schon beendet hatte. Man gesehen, dass hier unten so eine coole Hütte steht. Und richtig cool hier unten, oder? Allgemein der Zoo, wie er gemacht ist. Mit diesen Klippenhallen und... ist echt cool. So, wir hatten ja in der letzten Folge dann... hier unten das Vivarium gesetzt. Da steht auch schon einer vor. Guck mal. Fernglas in der Hand. Ah ne, der guckt, der sucht. Der sucht. Aber hier sitzt er. Hier sitzt einer und da sitzt einer. Mach die Tante mal weg, das dauert ja eh ein bisschen. So, wollen wir mal gucken. Tiere. Gucken wir mal, haben die schon irgendwie Sozialverhalten? Ne, die sind noch nicht sozial miteinander irgendwie bekannt. Aber die werden bestimmt nicht gut verstehen, die zwei. Die sind auch... Ach ne, der eine ist... Sind beides Männer. Na, lustig. Vielleicht gucken wir mal, ob wir noch... ein weibliches Tier finden, dann können wir vielleicht auch ein paar Punkte machen. Ja, ja, die Handel. Wie hießen die denn? Leguan, irgendwas mit Le. Grüner Insel Leguan. Dann müssen wir mal bei Vivarien gucken. Grüner Insel Leguan. Da ist ein Weibchen. Direkt Kauf, zack und rein da. So, jetzt haben die aber hier Probleme, weil geht nur ein Männchen, ein Weibchen. Das heißt also, den hier ins Handelszentrum. Alles klar. So, jetzt müsste hier auch wieder alles gut sein. Jawohl. Immer Probleme mit dem Vivarium, mit dem Layout. Vivarium-Layout, die passende Beschäftigung. 80%, okay. Veterinärforschung abgeschlossen. Das ist dann auch bald fertig. Hier ist ja noch gar nicht viel abgeschlossen. Und hier die Michael. Oh, die auch nicht. Naja, also. Wir fangen jetzt erstmal an, hier ein neues Gehege zu bauen. Ich bin gerade mal gucken, was wir jetzt für Tiere da reinmachen wollen. Da das hier ja eine Affenauffangstation ist, würde ich sagen, machen wir auch Affen hier rein. Und ich habe mir schon mal überlegt. Ja, man sollte auch mit SCH mal schreiben, wenn... Wie werden die denn geschrieben? Westlicher Schimpanse. Gibt wahrscheinlich auch noch andere Arten, ne? Den westlichen Schimpansen ein Gehege zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir welche im Zoo haben. Können wir gerade mal gucken. So, und Tiere... Vivarientiere schon mal raus. Alle. Wir haben keine Schimpansen im Zoo, das heißt, wir könnten die jetzt neu dazufügen. Schauen wir mal nach, was sie so wollen. Also, vom Aussterben bedrohter Schimpanse lebt nur in Westafrika. Im Senegal. Der Elfenbeinküste. Sierra Leone, okay. So, mal gerade gucken. Wo steht denn? Ah, hier. Gruppengröße. 5 bis 15. Also 5 Stück brauchen wir mindestens. Bis zu 10 Männchen, bis zu 10 Weibchen. Okay, also. Krass. Gruppengröße, partnerlose Männchen. Also auch 5 bis 10. Gruppengröße, partnerlose Weibchen.
5 bis 15, okay. Patrialisches Problem haben die. So, das sind die Größen. Lebenserwartung 51 Jahre werden die. Boah, das ist krass. Anzahl des Nachwuchs pro Paarung 1. Okay, das ist ungefähr so wie bei Menschen, oder? Also ich meine, Alter, eigentlich ein Nachwuchs. Tragezeit 8 Monate ist ein bisschen weniger als bei Menschen. Also das ist schon krass, wie nah das beieinander ist. Alles klar, dann machen wir denen jetzt ein schönes Gehege, oder? Finde ich sehr cool. Da sollte man gerade gucken, was braucht der denn an Gehege? Also, wir wollen ungefähr... Oh, die werden aber... Eieiei, das brauchen wir. Sagen wir so 10, 15 erwachsene Tiere und 10 Kinder brauchen die fast 2000 Quadratmeter. 650 Quadratmeter Kletteranforderungen. Was? Am Markt gibt es nur den. Alles klar. Forschung. Haben wir da auch noch nicht. Alles klar, so, und los geht's. So. Gerade noch beim Tierhandel gucken. Ah ja, guck mal, jetzt sind ein paar mehr da. Ja, hier scheint es recht. Naja, der ist nicht gut, aber. Der ist auch erst so. Alle so lala. Hier ist Gold. Lebenserwartung ist nicht so hoch, aber den nehmen wir. Was mit ihm hier? Groß. Groß ist auch egal. Realisieren. Oh, jetzt sind noch die. Okay, wie viel haben wir jetzt? 3 Stück. Oh, vom Toll beschlagnahmt. Was? Achso, der ist vom Zoll beschlagnahmt worden. Wie cool ist das denn? Das ist ja richtig, richtig cool. So, wir können die schon mal ins Gehege lassen. Obwohl, wir können denen schon mal so ein bisschen was hier machen, ne? So, ich würde dafür, dass wir jetzt erstmal die Schimpansen hier reinlassen, oder? Der Handel. Hier sind noch mehr wieder. Hier sind wieder neue. Die sind gar nicht so schlecht.
Hier ist Bronze. Den nehmen wir. Die drei, die wir vorhin schon hatten. Und die können wir uns nicht mehr leisten. Alles klar, dann tun wir die, die wir haben, jetzt hier rein. Dann so senden. Zack, hier rein. So, wo kommen sie denn? Da hinten kommt einer gerannt. Da. Hab's genau gesehen. Ich glaube, die haben einen weiten Weg hier rüber. Wir müssen auch gleich hier noch Einrichtungen bauen dann. Sehr cool. Hui. Ching. Na? Oh, jetzt aber klein hier. Weibchen. Oh, ist 17. 25. Da ist das noch ein Weibchen. Da ist das Männchen. Und das ist auch ein Männchen. Das ist nur ein kleines Weibchen. Okay. Wir benötigen etwas mehr kurzes Gras und dafür weniger Erde. Das machen wir direkt. Da kommt er mit Essen. So, guck mal, wie er rennt. Wie sie sich freuen hier. Hoffeli hoppo. Guck mal, da versteckt er sich im Busch. Jetzt kommt er angerannt. Ja, der hat jetzt geschrien, gibt Essen!
Aber Bepflanzung ist eh. Könnte viel mehr sein. Lebensqualität. Wachsende Population müssen sie noch selber zusehen. Sehr gut. Noch ein paar Spendenboxen. So, und jetzt habe ich gesagt, wenn da hinten ein paar Tiere drin sind, bleiben die auch hier dran stehen, siehst du? Okay, jetzt laufen sie alle weiter. Ist klar. Was wir jetzt noch haben müssen, sind Lautsprecher. Warum Schimpansen so toll sind. So, und dann machen wir hier noch ein... Hier machen wir jetzt noch so ein Fernseher hin. So. Und hier auch. Machen wir den Schimpansen noch drauf. Voll. Und hier auch noch. Zack. Ja, guck mal, jetzt zur Zeit schon richtig Knete gemacht. Läuft der hier? Er schläft hier auch. Also gerade erstmal gefressen und dann. So ziemlich cool hier. Er ist hungrig. Ein Männchen, zwei Weibchen. Schlafen gerade alle. Oh, guck mal, er hat gegähnt. Hm? Die Ernährung ist noch nicht so toll. Vielleicht müssen wir da zwei oder mehrere solcher Festdinger hinmachen. 4 Quadratmeter 3. Machen wir hier oben noch eins hin. So. Forschung Veterinär abgeschlossen. So, ab. Schimpansen, was? Bonobo. Wo sind die Schimpansen? Unten. Zack. So, wollen wir mal gucken. Haben wir das jetzt auch gemacht hier? Hier steht ja, halte deinem Zoo mindestens 12 Tierarten. Jetzt haben wir 10. Nächste Art. Mal, ob wir irgendwo noch ein Vivarium hinbauen können. Oh, das hier. Oh, ist hier ein Theater. Oh, guck mal hier, das, was sich das hier quetscht. Und die wollen alle hier hinten rüber zu den Schimpansen. 2600 Leute im Zoo. Entschuldigung, 2700. Wahnsinn.
Ja, gut, so richtig schön ausgebaut ist das jetzt da hinten nicht. Könnten wir noch hier die Lampe nehmen. Da hinten noch hinbauen. Nein, das wollen wir nicht. So, die ganzen Lampen gerade mal noch. So, ich würde sagen, das erste Gehege ist soweit. Bauen wir noch oben und Vivarium hin und dann war das. Ach, zwei müssten wir eigentlich noch bauen, ne? Mal gerade gucken. Es gibt auch so Vivarium, wo man durchlaufen kann. Das könnte man mal ausprobieren. Hätte ich Lust zu. Den hier rein? Geht auch nicht. Alles klar, dann machen wir das anders. Dann kaufen wir jetzt noch so einen. Stellen den noch hier hin. Machen da jetzt auch eins dieser Tiere rein. Diese Näckchen. Mann, du warst aber fleißig. Klasse. Jetzt, da du all die neuen Arten aufgenommen hast, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Dazu sollten wir das durchschnittliche Wohlbefinden im Zoo also schön in die Höhe treiben, ja? Und mit wir meine ich natürlich dich. Ja. Los, los. Alles klar, hier müssen wir jetzt erstmal Strom hinbauen. Habe ich nämlich etwas vergessen. Können wir hier hinten beibauen?
So. Jetzt Strom da. So, reingucken. Strom ist da. In Betrieb. Temperatur könnte ein bisschen wärmer sein. 26 bis 32. Ein bisschen weniger Luftfeuchtigkeit. So. Sehr schön. So, was sagt der hier? Schneckchen? Wir haben keinen Strom. Das habe ich mir fast gedacht. Brauchen wir den Strom. Hier hin. Machen da noch einen Weg hin. So. Temperatur ist ganz gut. 40 bis 60, also 50%. Sehr gut. Also das Wohlbefinden der Tiere verbessern. Alles klar. Kriegen erstmal bessere Nahrung. Und ansonsten. Wo ist denn einer? Da, einer. Hallo? Qualität der letzten Mahlzeit war nicht so toll, aber ansonsten fühlen die sich ja ganz gut. Hallo, Lebensqualität durch Spielzeug im Gehege. Brauchen halt Spielzeug. Richtig. Oh, hier, guck mal. Hier oben die Spule hin. Zack. Nicht. Zack. Ansonsten haben die 100%. Perfekt. So, wollen wir mal gucken, wie es den anderen Tieren so geht. Wohlbefinden. Dem Bonobo geht's nicht so gut. Was fehlt uns denn? Lebensqualität durch Futter und Spielzeug. Was denn? Und das hier ist auch cool. Gehege. Art. Bonobo, da. Zack. Und noch der Ball. Den Ball machen wir hier oben drauf. Nein, der rollt runter. Ach, schade. So, Essensspielzeug. Das hat halt nichts, nichts erforscht. Machen wir noch Futter drauf hin. Zack. Oh, wo ist einer? Einer. Wohlbefinden. Lebensqualität durch Futter. Qualität durch Spielzeug im Gehege. Wir haben die doch. Ich muss gerade gucken, haben wir die davor. Veterinärforschung. Bonobos, da. Heißt. Wir haben auch kein richtiges stabilen Rückzugsort. Was ist das hier? Wenn wir die doch erforscht haben, müsste man dann doch hier Futterqualität hochgehen. Da. Zack. So.
Haben die überhaupt was zu trinken hier drin? Ja, haben sie. Wie wär's denn mit Spielen? Das ist alles, was es hier zu spielen gibt. Ah, das ist Bongo. Bonobo. Was ist das? Heftige Futterbox. Upsa. Wo wollte ich nicht hin? Hier wollte ich hin. So. So. Nehmen wir hier noch was hin. Noch mal ganz viel zu klettern. Plattform Baum. So. Was sagen Sie jetzt? Lebensqualität durch Spielzeug im Gehege. Soll nicht sein. Wir müssen noch Spielzeug im Gehege haben. Zuweisen. Blockiert, blockiert. War großartige Arbeit. Endlich. Du kannst stolz auf dich sein. Und du hast nicht für den Zoo erweitert und für das Wohlbefinden der Tiere gesorgt. Du hast uns dabei auch nicht in den Bankrott getrieben. Wahnsinn. Das ist schwer hier. Sehr schön. Eine goldene Statue. Wow, du hast den Zoo völlig verwandelt. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ein großartiges neues Vivarium. Faszinierende neue Arten. Und dann hast du mit zusätzlicher Beschäftigung auch noch das Wohlbefinden der Tiere gesteigert. Wer spielt nicht gerne mit einem 1 Meter großen Fußball, was? Also, abgesehen von Fußballspielern. Aber es war bestimmt nicht leicht. Das Geld war sicher ständig knapp. Es macht es eben nicht unbedingt einfacher, wenn man die Einnahmen in das Wohlergehen der Tiere steckt. Allerdings fühle ich mich so etwas weniger schuldig wegen der Preise in unseren Souvenirläden. Ich bin der Meinung, dass ein Zoo immer dem Wohl der Tiere dienen sollte. Leider scheint es aber einige Leute zu geben, die weit weniger hehre Ziele haben. Ja, sehr cool. Das war Affenauffangstation von unserem geschätzten Herrn. Schöner Zoo. Viele Leute. Sehr, sehr viele Leute. Boah, guckt mal hier. Ja, okay, das ist natürlich jetzt irgendwie so Schwindfleck, aber ansonsten passt sich hier das Gehege so schon sehr gut hier in das Gehege ein. Ja, das passt sich schon sehr gut. Boah, was hier ein Betrieb ist. Ja. Alles klar. Vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil vom Karrieremodus. Bis dann und danke fürs Zusehen. Tschüss.